Käufer Rang 3 erreicht hat. Okay, und das segne ich ab. Okay, hier unten ist mein Geld und das ist sein Geld? Hat er gesagt, dass es begrenzt ist. Okay, der Rest will erstmal nicht mehr mit mir reden. Okay, gucke ich mich jetzt erstmal hier im Dorf um? Ja, hört sich eigentlich gut an. Was kann ich hier denn machen? Eintreten. Ist verschlossen. Hier wäre es das. Frau Anmut, halt dich einfach von mir fern. Ja, wahrscheinlich, weil es zu spät ist. Ich muss mich wahrscheinlich hinlegen. Hey, was starrst du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Gib ihm den Brief. Ich habe einen Brief von Horadrik für dich. Ein Brief, na klar, da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal hier persönlich vorbeizukommen. Hey, alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Oh, danke, tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Es war eine neue Angewohnheit. Hm, schon wieder Schleime. Horadrik bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrink. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalte den Schleifstein, vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir die Überreste. Das sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Ich muss ein altes Schwert schärfen und zwei Schleime hinter der Schmiede töten. Tutorial Energie. Verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie. Fertigen, ernten, kämpfen verbrauchen Energie. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen. Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Tränke wiederherstellen. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Schlafen stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Weißt du, ich arbeite selbst auch gerne mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Neue Technologie, Eisenbahn, Ofen und Sammeln von Sumpfeisen. Schleime besiegen. Hier zerbrochenes Schwert und Schleifstein. Dann schleifen wir es mal. Okay, jetzt kann ich angreifen. Ah, okay, und das kann ich hier unterziehen. Was macht der überhaupt? 50 Energie. Okay, aktiviere ich. Ah, okay, jetzt kann ich mit 1 aktivieren. Okay, den Schleim habe ich besiegt. Hier, bitteschön. Gut gemacht, nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu. Du hast neue Technologie freigeschaltet. Grüner Wackelpudding und roter Wackelpudding. Okay, was kannst du handeln? Boah, ein Schleifstein kostet 10 Silber. Hat er mir aber ein gutes Ding gegeben. Okay, hier ist das Werkzeug. Nägel und Eisenbahn. Unten Rang 2. Und es ist schon wieder morgens. Also ich kann anscheinend die Nächte durchmachen. Das ist ja witzig. Und gut zu wissen. Nein, hier kann ich nicht. Was ist das denn hier? Handeln. Keramikschüsseln.
Nee, der ist anscheinend nicht so gesprächig. Was ist hier unten? Der Weg in der Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Okay, aber ich kann anscheinend später in die Stadt gehen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay, dann hier bei der Schmied, da ging es auch nicht weiter. Ich kann ja nochmal in die Taverne gucken, es ist jetzt tags. Okay, anscheinend singt er jemand. You wanna be loved by me. Okay, Frau Anmut Monroe. Hi. Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe, weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe gerne Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Aber... Ciao. Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Was hat Frau Anmut zu dir erzählt? Dass ich verschwinden soll. Ah, immer die Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin der Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet. In bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr einen meiner Werke vor. Und dann werden wir... Aber zunächst muss ich es schreiben. Und mir sind katastrophischerweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir wohl welches besorgen? Du hast neue Technologie freigeschalten, einen Perk, Journalist. Du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Fragen, woher du Papier und Tinte bekommst. Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht, aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals jeden Himm zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diese lächerlichen Streit hatten. Frag nach dem alten Astrologen, er ist alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und dann stellte sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Sie ist ja auch rund. Oh Gott, der verrückte Astrologe und der bekloppte Friedhofswärter. Da haben sich ja zwei weise Männer gefunden. Darauf könnte man eine lustige Geschichte machen. Dieser Astrologe scheint hier die klügste Person zu sein. Vielleicht kann er mir helfen, wieder nach Hause zu kommen. Frag nach dem Leuchtturm. Er steht auf einer Klippe östlich des Dorfes. Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd, denn es ist noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber verfassen. Vielleicht kommst du auch darin vor. Gehen wir mal lieber schnell. Okay, sie sagt immer noch das Gleiche. Kann ich mit einem von euch reden? Ah, mit ihm kann ich reden, mit Captain. Arr, so ein Pech, nicht heute. Okay, da unten ist anscheinend auch eine Katze. Okay, ich brauche 30 Freundlichkeit mit Heradik. Und hier rein kann ich auch nicht. Hat es nebenbei irgendwelche Nachteile, wenn ich die ganze Nacht wach bleibe? Okay, im Imker handeln. Bienenwachs, Honig und Bienen kann ich kaufen. Kann ich selber Bienen ernten? Ja, Imker werden? Wäre cool zu wissen. Okay, das Dorf. Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Okay. Da hat jemand seine Kuh lieb.
Und sein Rind. Handeln. Viel Spaß, Kumpel. Torf und Ernteabfall. Okay, was ich damit soll, weiß ich auch nicht. Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Cory besuchen. Oh, okay, er hat einen Holzabortur und ganzen Holzsachen. Und andere Sachen. Okay, was gibt's denn, wenn ich hier oben weiterlaufe? Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene noch nicht viel Geld. Ich habe nicht einmal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Paste hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Das hört sich doch gut an. Eine Eisenaxt. Okay, was ist hier? Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zu Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Okay, alles aber riesig hier. Okay, das ist zu Hause und das ist jetzt hier das Dorf. Hier die Weizenfarm, da kann ich ja nochmal nachgucken. Und hier unten auch. Hier war der Schmied, die Taverne. Das ist mit der Kuh. Holz. Das ist der Holzfäller. Hier ist irgendwas mit Wasser. Und Camp bin ich wahrscheinlich gerade. Wenn du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Ja, anscheinend ist es in der Stadt nicht so toll, wie alle gesagt haben. Okay, hier ist der Strand. Da werde ich wahrscheinlich angeln können. Aber wir haben keine Angel, also können wir es nicht. Okay, ich könnte hier Holz fällen. Ja, es verbraucht alles so viel Ausdauer. Okay, was ist hier? Rote Blume. Hier, es führt anscheinend ins Nirgendwo hin. Und hier ist noch jemand, mit dem ich reden kann. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Nein. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Ha, glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Digo, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bringe dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Okay, da will jemand wirklich gerne Honig haben. Was ist das denn? Okay, was gibt's hier? Kann ich das... Schade, ich dachte, jetzt könnte ich Äpfel oder so mitnehmen. Okay, hier kann ich anscheinend ein paar Sachen mitnehmen. Ja, bringen mir Blumen was? Das ist die große Frage. Ich glaube, hier sind am Leuchtturm anerlangt. Okay, dann reden wir noch mit dem, der da oben ist.
Ah, okay, dafür brauche ich eine Technologie. Ich kann die nicht einfach so machen. Ah, okay, jetzt habe ich die Schmiedekunst freigeschaltet. Wenn ich besondere Sachen machen möchte. Und Waffen. Oh. Okay. Sehr gut zu wissen. Okay, was bringt das hier? Jetzt kann ich schieben und hochheben. Ja, lassen wir das erstmal. Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute ein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannt und profitabel. Und außerdem sind Fische echt lecker. Da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und du bringst dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Super. Lernt, wie man Fische kocht. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälften in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Okay, gebratene Fisch, Fischsuppe und Fischnuggets. Wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch essen. Frag nach einer Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte Angel hier. Aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Motten? Das sind die sind klasse als Köder. Du kannst sie nur nachts fangen. Und meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Und handeln. Fischfilet, einfache Angel und weißes Fischfilet. Na, die Angel hole ich mir dann nicht. Ah, die Wege sind hier ja wirklich lang. Okay, Leuchtturm, hier kann ich noch nicht weiter. Dann habe ich mir doch alles angeguckt. Obwohl, na hier mit dem Wasser gucke ich nochmal nach, was das ist. Und die Weizenfarm. Und hier oben war ich, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt regnet und gewittert es. Okay, hier wäre das. Frische Eier. Omelette und Spiegelei. Handeln. Feder und Hühnereier. Okay, hier wären also Eier. Okay, ich gehe jetzt mal hier nach links. Na, hier war ich echt noch nicht. Der Steinmetz, würde ich sagen. Okay, weil es Nacht ist, können wir hier noch nichts machen. Aber hey, hier sehe ich ein Bienending. Honig. Okay, ich kann das wirklich ernten. Und hier ist auch noch was. Aber wie gesagt, weil es nachts ist, kann ich noch nichts machen. Okay, dann gucke ich mal, was hier unten noch ist. Wie gesagt, immer noch, ne? Ist zu dunkel, dass ich irgendwas machen könnte. Oh, hier unten ist irgendwas. Es wird Tag, dann trinke ich hier den Energy Drink. Dann müssten doch demnächst die Leute hier wieder kommen.
Nebenbei schon der zweite Tag, wo ich wach bin. Müller, hallo, die Mühle funktioniert nicht, tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemalt werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Handeln. Mehl. Ja, wenn ich was backen will. Okay, nein, mehr hat er nicht. Und den Maulwurf kann ich nicht angreifen. Gehen wir nochmal nach oben. Ja, perfekt, der Steinmetz ist da. Cory, was hast du für uns? Hi, ich bin Cory. Ich bin der Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Wenn du Steinmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Dress besuchen. Das sind definitiv Brüder. Okay, was hast du für uns? Stein. Und die umso höher die Stufe, umso mehr Stein hat er für uns. Okay, gut zu wissen. Jetzt muss ich nur noch wissen, was da unten ist. Und dann habe ich soweit alles nachgeguckt. Okay, Bauernsohn. Ich muss meine Arbeit erlegen ohne Vater. Oder Vater wird furchtbar böse sein. Okay. Okay, das war's. Mehr kann ich erstmal nicht machen. Dann gehe ich mal zu mir nach Hause und gucke mich da noch ein bisschen um. Aber warte, ich habe vergessen, in der Taverne Bier zu kaufen. Ging das überhaupt? Der Totenkopf wollte doch Bier. Mei, hätte ich jetzt fast vergessen, hätte ich den Weg nochmal latschen müssen. Den gehen wir ganz schnell. Oh, da unten ist auch noch jemand. Reden, der Kaufmann. Ahik, hallo Dorfbewohner. Hik, wenn du etwas Silber übrig hast, habe ich tolle Sachen für dich. Seltene Sachen. Tut mir leid, aber ich kaufe dir dein Hick-Zeug nicht ab, es sei denn, es ist viel wert. Und ich glaube, Hick, dass du hier sowieso findest. Ich bin neu hier, also denke. Also alle denken, ich wäre hier der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt. Und ich muss dorthin zurückkehren. Das verstehe ich nur zu gut, das hier ist auch nicht meine Welt. Oh Gott sei Dank, meine Welt ist viel prächtiger, Hick. Die Paläste der Stadt. Ich bin leider nicht adelig, also muss ich meine Münzen hier in dieser Zwiebel-Kartoffelhöhle verdienen. Erstmal handeln. Okay, der verkauft echt nur teures Zeug. Traubenkern. Oh, ich bin auch mit dem schon Rang 2. Das ist ja seltsam. Okay, erschreck ihn, um seinen Schluck auf loszuwerden. Bist du bekloppt? Was soll der Mist? Ich wollte nur mit deinem Schluck aufhelfen. Wie blöd von dir, ich brauche nur ein wenig Zeit. Das Hai-Flossensteak heute Morgen war einfach deliziös. Aber mit der goldenen frittierten Schmetterlingsflügen hat sich der Koch selbst übertroffen. Sieht so aus, als wärst du nach meinem hinterhältigen Angriff wieder in Ordnung. Ja, scheint so. Okay, mehr geht nicht. Okay, kauf mir mal schnell das Bier, bevor ich es wieder vergesse. Gut, dass du mit einem Schwert umgehen kannst. Krevor hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier, ein Bier für dich. Geht aufs Haus.
Ah. Okay, ich musste das Bier gar nicht kaufen. Ich hab's auch so bekommen, wenn ich die Mission erfüllt habe. Perfekt. Jetzt gehen wir mal wieder zu uns zurück. Was ist das nebenbei? Eimer mit sauberem Wasser. Okay, wir müssen uns auch Wasser so holen. Muss ich jetzt... Na, also essen und trinken muss ich ja eigentlich nichts. Ich bin ja schon 2 Tage dabei. Ich meine, ich habe 2 Tage gebraucht, um hier die ganze Stadt zu erforschen. Jetzt haben wir aber mit allen mal geredet. Ein paar Missionen haben wir sogar. Nebenbei wegen Honigtöpfe. Honig. Okay, Honigtöpfe. Sind das jetzt die normalen Honige, die ich jetzt habe, oder sind das spezielle? Psst, komm mal her. Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort.